Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Let's Play Kunera. Diesmal mit dabei der Johnny48. Ja, hallo. Und der Pistenbully. Hallo. Johnny48, fahr mal zu. Hey, ich muss erstmal ausstecken. Wo soll ich denn Nein, hin? Pistenbully, stopp. Du bleibst jetzt erstmal da. Mit deinem kleinen Everest. Ja, Gott, oh Gott, mein Beleuchtungsmodspektrum. Hilfe. Bisschen. Hat diesen hässlichen Mod gebaut. Ja, wohl. Oh, so, Johnny, ich mach kurz Aufteilung. Johnny fährt jetzt zusammen mit Pistenbully die 1 hoch und ich mach hier unten. Okay. Und dann machen wir noch oder? Alle. Bei mir leckt, sonst häng ich den hinten drin. Ja, fahr. Loge fehlt. Ja, ich weiß, Loge fehlt leider. Fahr du vor. Das ist frei nicht die 1, das ist die. Es führt aber auf die 4A. Nee, ja, okay. Immer halt hier eine ganze elegante Runde. Nee, der will. Ach, ja, ich weiß, der Everest fährt schneller. Hau mal ES-Limiter rein. Was? Pistenbully. Das heißt, du tust Tempomatenstufe machen. Hoppala, hier ist eine Stange. Ja, welche Hau. Stufe? Warte, ich kann es dir kurz erklären. Hau mal Tempomatstufe 3 rein und drück Bild ab. Dann kannst du die Prozentzahlen des Tempomaten regeln. Och Mensch, ich hasse diese Stangen. Jetzt weiß ich, warum ich die Map nicht mehr spiele. Ja, weil die Stangen kann man ziemlich schwer. Also sieht man ziemlich. Clip-Distanz ist relativ wenig. Ja, aber Hier das bin ich denkt auch gegen vermutlich gefahren. wegen der Performance. Warte, Johnny, ich bin auch gegen gefahren. Ich fahre da schon mal los. Also, was für eine Piste sollen wir machen? Die 1? Ich hole dich eher ein mit meinem Schnellen. Speedy Gonzales. Pistenbully kriegt immer seine Speedy Gonzales-Dinger. Immer. Aber Immer. liebsten fahre ich mit dem 600er Winde vom AMT. Ich bugge mich mal hoch. Hast du jetzt mal ES-Limiter reingehauen? Nein. Warum? Soll ich ihn dir reinhauen? Ja. Oh Gott. Da steig mal aus. Geht schon wieder sehr verplant los und ich habe noch vergessen, überhaupt den Timer zu starten. So, und zwar, fahr mal ein bisschen, wobei, ja. Oh Gott, jetzt habe ich bestimmt wieder komplett übersteuert. Ja, du musst schon mal, warte mal, ich fahr Stücke vor. So, jetzt ist Stufe 3, jetzt tun wir den ein bisschen dividieren. Aha, wir müssen das Fahrzeug auswählen. Langsamer Mann, du überholst mich. Jetzt nicht mehr. Bisschen höher. Boah, die Stange sieht nach echt Jetzt so sollte es gut. passen, bitte. So. Oh ja, danke, jetzt fährt er Dann das genau. Lustige ist ja, ich wusste nie, wie das Teil funktioniert. Ich dachte, das hat irgendwas mit der Drehzahl des Motors zu tun, aber ich hab's dann, wo ich es eingebaut habe, mitgekriegt. Wie das Der fährt immer noch so funktioniert. schnell. Ja, ich wusste gar nicht, wozu das durch wofür das da war. Ich dachte immer, das reguliert die Drehzahl des Motors. Hat immer noch so schnell. Das liegt aber eher an deinen Legs. Nein. Doch. Mensch, wir hatten hier im Genesis da rumgepummelt. Hä, Pum. wer? Ich Wir nicht. sind wieder Bodenwellen. Ich nicht. Aber ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Also laut Karte sind wir weit ab von der Piste. Ich nehme an, Das es ist die geht hier hinter, Steuerungs-der oder? Everest von innen mit der Displayansicht. Du brauchst doch bloß, drück mal, du musst das Fahrzeug auswählen und dann drück Numpad 0 und dort hast du eine schöne Hilfe. Wer hat die Hilfe gemacht? Numpad 0 geht nicht auf, wenn ich das Fahrzeug ausgewählt habe. Muss aufgehen. Geht da bei mir auch auf. Ja, bei dir, bei mir, beim Everest geht das nicht. Na, mir nicht da bei mir, wenn ich in den Aber. Also das kann eine Weile dauern, ehe wir oben sind. Ja, Geht doch. das habe ich auch das Gefühl. Ist doch zu. Numpad 0, ganz einfach. Tu Du ich ja, musst nur geht Numpad nicht. 0 anmachen. Oh, irgendwas von einem Drehstuhl ist abgeklappert. Von deinem.
Ja. Ich hab's gerade ganz leicht gehört. Ich will. Warte mal, wo geht's denn hier jetzt überhaupt lang? Ah. Ich dachte gerade schon so. Wir sehen ja die. Hä? Geht das jetzt hier hoch? Wir fahren gerade die 2 hoch. Ja, ihr fahrt gerade die 2 hoch, oder? Ach, dann machen wir halt die 2, ist doch scheißegal. Ja, dann machen wir die 1. Schlechte Beschilderung, das lädt man in den Betriebsleiter weiter. Oh oh. Also an dich. Ich leite's an. Ich leite. Also ich glaube, wenn wir das an dich weiterleiten, da. Moment. Hä? So, tut mir. Ach, da vorne ist die nächste Stange. Hm. Wörter, Herr Pistenbully, Pistenbully. Du wolltest doch schon immer mal vorfahren. Ich wünsche dir viel Vergnügen. Jetzt fahr ich irgendwo gegen Wetten. Du musst in Ansicht fahren, das siehst du die Stangen früher. Ah, da ist er. Nö, ich sehe die Spur halbwegs präpariert. Scheiße. Rückwärtsgang. Hä, was machst denn du? Ja, ich bin gegen die Stange gefahren, muss rückwärts fahren. Ich fahr mal euch auf. Welcher Vollpfosten präpariert hier mal wieder? Was du? Was habt ihr hier für Überholmanöver gemacht? Geile. Oh Gott. Armor, es geht geile. Einfacher, wenn man in die Ferne schaut, dann sieht man doch vom letzten Mal die Spur. Mensch, der rast schon wieder weg. Ich glaube, die Geschwindigkeitsregulierung müssen wir auch noch machen. Ey, wo fährst du jetzt hin? Hast du gebockt. Rückwärtsgang. Achso, ich warte mal weiter. Boah, bei mir hat's gerade so geleckt. Bei mir ne. Bei mir auch nicht. Halbwegs. Johnny, du lässt die Hälfte wieder aus. Oh Mensch, ich hasse diese Stangen. Johnny, ich sag dir, wenn du die Hälfte wieder auslässt. Was ist dann? Dann kommt der Betriebsleiter. Hä? Tut mir leid, ich kenne nur einen Geschäftsführer. Ja, der Geschäftsführer beauftragt den Betriebsleiter, der dann wiederum den... Kunera hat keinen Betriebsleiter. Warum? Die haben noch einen Geschäftsführer. Ja, und wer kümmert sich dann darum? Okay, also wenn du schon so nett fragst, da tue ich das dann. Ja, seit einer Folge bin ich dabei und schon zum Betriebsleiter befördert. Heiß. Schafft ohne jeder. Leute, ihr präpariert hier unten auch ziemlich gut. Danke. Danke. Also so haben wir es noch nie gehört. Ironie. Ironie aus. Wie Ironie. Nee. Das war keine Ironie. Heute ist der 1. April. Gott, ist der Lucke nicht da? Kaum ist der Lucke nicht da. Läuft schon hier wieder alles aus dem Ruder. Ja, wenn du so schlechte Anweisungen gibst. Ich muss Lucke das nur einmal sagen und der hat's gemacht. Machen wir doch. Sagen wir so, er hat's gut gemacht. Machen wir doch. Ist gut, aber nicht schön. Scheiße, schön gut hat er's gemacht. Oh Mann, bei mir leckt's schon wieder. Johnny, was machst du? Ich fahr hinter dir her. Hallo. Boah, ich kann der mal. Oh, ich hab kaum kein Arbeitssicht, dann schon lieber mich. Kreuzigt ihn. So schön. Ich werde hier, mach hier unten die Kosmetik. Hey, was? Alles nimmst du eine Nivea Bodycreme? Unterstützt euch Produktplatzierungen. Nicht. Wer macht Werbung? Ab sofort darf er keine Musik mehr verwenden. Warum? Kostenlos zumindest nicht. Auch nicht faded. Darf nur verwendet werden, solange das Video nicht monetarisiert wird. Jetzt hast du Werbung gemacht. Und ich tue unter das Video jetzt auch faded drunter hauen. I'm faded. Nein, Johnny, wir brauchen nicht deine Implementation. Interpretation bitte. Ich sag nichts mehr ohne meinen Anwalt. Hier ist schon mal meine Rechnung. Joda, was sagt der Timer? 7 Minuten. Hast du doch noch 7 Minuten. 8 Minuten eigentlich noch. Also 7 Minuten 50 war es gerade. Haben wir noch. Genau. Null, wie viele Stellen haben wir hier ausgelassen? Viele. Joda, du musst dir ganz schöne Schönheitssachen machen. Ach du Scheiße.
Durch meine Legs fahre ich immer an die Seite und der Johnny macht seine eigenen Sachen. Hä? Wo? Ich? Wer? Boah, da kommst du jetzt erst ein bisschen langsam. Du hast nur Ablenkung. Warte mal, ich muss erst mal gucken, habe ich überhaupt die Wälzer runter gemacht? Ah ja, hat schon. Mal F. Oh, Glanzleistung, ich bin angehalten. Ich habe angehalten, Johnny, ohne mich zu überfahren. Was du mal? Johnny, drück mal F. Jetzt ist besser. Nee. Nee, das Licht ist dann heller. Ah, ich hab auch. Das ist eigentlich unsere Hupen, oder? Nö. Ah, gut, da wir hupen die ganze Zeit. Also immer müssen wir noch hoch. Oh mein Gott. Weißt du, was macht es? Sag schnell, Johnny, weißt du, was du für einen sinnlosen Mod machen könntest für uns? Nein, ich sag, ich tue keine Speedtuning Edition vom Pistenbully 600 raus. Doch, nein, hast du gesagt. Mach uns eine riesige, lange, große Walze. Das kann sogar ich machen. Ja, das kann sogar der. Ach. Wobei Melvin. Nein, nee, sorry, trau ich dir nicht zu. Warum? Weil mit Skalieren der Walze ist es nicht getan. Dann wettet mal. Hä, warum? Tja. Was muss man da noch skalieren? Weil der Präparationsradius auch noch extra durch Punkte gekennzeichnet wird. Dann mach. Ich tu skalieren, du tust die Punkte kennzeichnen. Ganz einfach. Nein. Warum? Warum? Aus Prinzip. Man könnte aber theoretisch meine XML-Change verwenden. Heißt? Das ist ein Skript. Sobald du auf eine Taste drückst, verändert der Wert in der XML. Okay. Heißt Arbeitsbreite und so. Ja. Aber hat leider keine Multiplayer-Synchronisation. Und ich weiß sogar noch, ob es klappt. Ich habe noch nie irgendwo eingebaut. Ja. Yoda, darf ich eine Läube machen? Nein. Schade. Wohin jetzt? Wo seid ihr? Talstation. Ich wartet auf mich. Wir sehen dich gerade fertig. Fahrt mir quasi ein bisschen hinterher und dann. Nee, alles klar. Ich muss noch mal hoch. Ich mach mal meine Fräse. Du fährst mir mal hinterher und ich schaue mir euch mal eure schöne Arbeit an. Okay? Danke. Wenigstens einer sagt es dir, in so Arbeit schön ist. Die Skifahrer und Maker und bloß, die sagen, es sieht schlimmer aus als vorher. Ja, sieht so aus. Musste mal so sagen. Fahrt mir dann ein. Ach so, man muss die Fräse ohne runter machen. Entschuldigung. Ja, vielleicht wäre nötig. Hast dann am Morgen überall diese Spuren von der Kette drinne. Oh. So richtig schön durchgefroren. Oh. Ich warte mal auf den Werten. Johnny 48. Ich fahre hoch. Kannst du lange warten. Hä, wieso? Du bist doch gleich hinter mir. Ich mach Überholmanöver. Nein. Tatsache, ich bin wirklich hinter ihm. Bist ein Bulli, lass es. Sag mal, was macht denn der? Du weißt, dass dein Everest eher nachgibt als mein Bulli. Was soll das? Bist ein Bulli, du fährst jetzt ganz hinten. Hä, hey, lol? Meine Fräse geht nicht mehr. Du musst da auf V drücken. Ja, schau mal, dreh dich mal um. Ja, das ist mir auch schon zweimal passiert. Ach, Johnny, Hilfe, du Entwickler. Drück auf V. Lol. Du musst nur auf V drücken. Okay, das wird in der nachfolgenden Version gefixt. Das war lol. Das und ein paar andere 100 Bugs. Ja. Das ist eine sogenannte Bug-Entfernung. Nein, das war jetzt rausgekommen ist, es ist eine Bug-Edition. Also ja, wie so gesagt, ich hab die Release-Version vorher noch nie zu Gesicht bekommen. Also in meiner Funktion, wo ich Sender hatte, da ging noch alles. Oh Gott. Johnny, mach ihn bitte langsamer. Hä, nee, schneller, Speedtuning. Ich erklär's dir kurz. Du, nee, warte, bleib, das speichert denn ja. Du wählst dein Fahrzeug aus. Hab ich. Dann gehst du auf, Moment, jetzt muss ich gucken. Bild, machst ich fahr einfach immer, da muss mal ich weiter. So, jetzt wählst du Tempomaten 3 aus. Alles klar. Also, so dass er fährt und dann drückst du Bild ab. Ja. Ja, und dann sollte es funktionieren. Da setzt er die Prozentzahl runter.